guck doch mal, welches Paket mich von euch erreicht hat. Mir wurde schon angekündigt und ich bin auch gespannt, was drin ist, lieber Adam. Aber schauen wir uns erstmal die anderen Pakete an, weil wenn mich die Spannung schon killt, dann darf sie euch auch killen. Weißt du zufällig, welche Leistung bei einem PC für die DAW wichtiger ist? Single-Core oder Multicore-CPU? Cakewalk ist grundsätzlich sehr genügsam. Grundsätzlich brauchst du aber schon eine Multicore-CPU. Steht auch hier in den Systemvoraussetzungen auf der Cakewalk-Homepage. Single-Core, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Dürfte wenig Spaß machen. Ist aber tatsächlich ein wichtiger Faktor bei Cakewalk. Also wichtig ist die Leistung deiner Audio-Hardware. Deswegen ist ein gescheites Audio-Interface mit ASIO da immer ganz vorteilhaft. Und eine schnelle SSD. Ja, nicht mehr so die alten Rödel-HDDs, so, aber selbst SSDs kosten ja heute nichts mehr. Also derzeit da, wenn ihr da noch eine Festplatte mit mechanischen Teilen, die sie drehen, drin haben, dann überlegt euch mal, ob ihr euch mal SSD kauft. Macht echt einen Boost. Was ganz unwichtig ist, ist die Grafikkarten, weil Cakewalk nutzt zur Berechnung seiner Effekte keine GPU und von dem her könnt ihr die Grafikkarte komplett vernachlässigen. Hallo Andi, ich habe schon Monate Cakewalk installiert und auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Habe jetzt versehentlich den Treiber WDM-KS angeklickt und nun startet die Software nicht mehr. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Wenn ihr irgendwas bei Cakewalk verstellt habt und es lässt sich danach nicht mehr starten oder wenn es zum Beispiel abstürzt, hatte ich schon oft, dass es dann nach dem Absturz dieser Cakewalk.exe-Prozess, dass der einfach hängen blieb und zwar so lange, bis ich mein Audio-Interface aus und wieder eingeschaltet habe. Mit dem Behringer habe ich es nicht mehr, aber mit dem Roland war das. Also hier einfach mal Audio-Interface, wenn es ein externes ist, einfach ausschalten. Neustart hilft auch immer und wenn es trotz Neustart jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert, bleibt dir nur Folgendes übrig und zwar musst du im Ordner AppData musst du dann den Cakewalk-Ordner löschen, beziehungsweise mach jetzt besser erst eine Sicherungskopie und dann lösche ihn erst. Dann wird alles bei Cakewalk zurückgesetzt und dann soll es auch wieder funktionieren. Wenn ihr mal überhaupt nicht weiterkommt, ich helfe euch natürlich immer gern, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt oder auch per E-Mail. Aber irgendwann bei einem gewissen Punkt können wir natürlich dann auch einen Termin vereinbaren, dass man direkt einen Online-Support machen. Einen Link dazu setze ich euch mal in die Beschreibung. Ich hätte zwei Fragen. Wenn ich einen Clip verschieben möchte, werden immer alle Clips, die drüber und oder unter der Spur liegen, mit verschoben. Und wenn ich etwas quasi wegcutten möchte, werden auch da die anderen Spuren mit weggecuttet. Kann ich das irgendwie anders machen? Das ist ja nur eine Frage, aber die beantworte ich natürlich auch gern. Wenn dir sowas passiert, dann gehe ich davon aus, dass bei dir Ripple Edit aktiv ist. Und das kannst du hier in der Spurensicht da oben abändern. Ripple Edit ist, wie du es auch schon gemerkt hast, wenn ich einen Bereich bei einer Spur lösche, einen Zeitbereich, keine Ahnung, von Takt 3 bis 5, markiere den und lösche den, dann wird der auch bei allen anderen Spuren weggecuttet und schließt sich dann quasi an. Das ist die typische Ripple Edit Funktion, die es ja auch bei Videobearbeitungssoftware gibt. Und es gibt es bei Cakewalk auch. Ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich wenn man einen Podcast schneiden möchte und da irgendwas rausschneidet und dann wird es dann direkt von rechts gleich links angeschlossen. Ganz praktisch. Coco ist das Beste seit geschnittener Semmel. Ja, vielen Dank, lieber Megan Senpai. Das Kell-Video war ultra spannend. Kann kaum erwarten, damit irgendwie rumzuspielen zu können. Das wird halt noch dauern. Am Handy scheint es aber echt ätzend. Denn mein PC hat es letztens komplett gebraten, inklusive Festplatten. Ja, liest sie echt nicht schön, was da mit deinem PC passiert ist. Und es tut mir auch echt leid. Und hier merkt man es mal wieder. Ich habe, als ich als ITler noch gearbeitet habe, hatten wir immer den Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Ja, und es tut mir dann, ja, einerseits tut es mir echt leid, andererseits denkt man, warum macht ihr kein Backup, liebe Leute? Ich meine, muss man wirklich erst auf die harte Tour lernen, es... Okay, ja, wenn ich drüber nachdenke, ist er mir eine anders gegangen. Ich musste auch erst einen heftigen Datenverlust erleiden, dass ich jetzt hier ein ordentliches Backup-System aufgebaut habe. Denn auch hier, es ist keine Frage des Obs, sondern wann eine Festplatte schlapp macht. Und wenn es jetzt dann auch durch einen Blitzschaden ist wie bei dir, dann kommt es ja noch unerwarteter. Es gibt so tolle, einfache Backup-Lösungen, zum Beispiel Tray Backup, das gibt es schon ewig lang. Das hat, glaube ich, mal 560 Kilobyte zum Installieren. Und da kann ich mir mal einmalig meine Daten auswählen, die ich sichern möchte. Und dann kann ich die auf externe Geräte, wie zum Beispiel
USB-Festplatte oder auch eine Netzwerkfestplatte sichern. Muss ich zwar manuell auslösen, aber auch hierfür gibt es Lösungen bei Windows in Form von Skripten. Also ich hoffe, dass dein fast abgeschlossenes Album doch irgendwie wieder beschaffen kannst. Und wenn nicht, dann hast du ja doch jetzt durch meine Tutorials einfach mal einen Vorteil, weil dann machst du es jetzt besser. Olli merkt noch an, dass er auch instant Granulatkaffee trinkt und ich muss sagen, das ist jetzt wieder einer. Und ich habe mich da echt richtig dran gewöhnt, weil, wie du sagst, es ist, macht echt keinen Sinn, dass ich mir eine ganze Kanne mache, außer ich da rumlaufe wie ein Vibrator den ganzen Tag und das, nee, muss nicht sein. Schön ein Zahnarkaut am Becher. Ist er so? Ja, ist er so. Ja, und was Olli auch meinte, wer von euch hat den ältesten Rechner und da bist ja du mit einer 2008er Kiste mit Core2 Duo, ja, echt gut dabei. Core2 Duo, das ist ja schon. Beim Wasabi-Treiber braucht man keine Spuren scharf stellen, oder? Das ist wieder so ein Witz, den ich nicht gecheckt habe. Ja, vor allem, ich merke es einfach, vielleicht sollte ich auch mehr so meinen Stock aus dem Arsch kriegen, weil ich bin da immer noch so auch in dieser Kundenzufriedenheit gefangen, so wie ich es auch von früher im Verkauf und so kennt habe. Und ich nehme dann einfach so solche Kommentare anscheinend viel zu ernst. Ja, der Wasabi-Treiber, den muss man natürlich scharf stellen. Und ich antworte auch noch ganz professionell drauf. Also hier, Le Duck, also verzeih, dass ich nicht gleich gecheckt habe. Weil eigentlich ist er witzig, ja. Und es ist genau mein Humor. Und warum geht es dann mir wieder vorbei? Weil ich wahrscheinlich wieder mit irgendwas anderem beschäftigt. Hi, da du vermutlich nichts mit MIDI-Bearbeitung machst, doch, und zwar sehr viel. Vielleicht weißt du 1 bis 3 deutsche Saiten. Mein Englisch ist zu schlapp. Ja, lieber Volker, also MIDI mache ich tatsächlich allein mit VST-Instrumenten oder externen Geräten. Haben wir auch in der Einsteigerserie schon bearbeitet. Ich fang hier mal an. Und hier gehen wir auch schon auf MIDI ein. Trotzdem bin ich aber auch gerade noch am Schneiden von mehreren Videos. Zum einen geht es um die MIDI-Piano-Rolle. Nur falls ihr euch mal fragt, wie schaut es jetzt mal aus, wie geht es mit dem Kanal weiter? Kommen da neue Videos? Ja, es kommen neue Videos. Und kann man eigentlich mit Cakewalk externe Soundmodule ansteuern? Sind irgendwelche Patches dafür enthalten? Ja, lieber John Denver, das geht mit Cakewalk. Du kannst mit Cakewalk grundsätzlich mal jedes MIDI-Instrument ansteuern, was du möchtest. Und wenn du dann auch noch die Patches sehen möchtest, dann brauchst du sogenannte Instrumentendefinitionsdateien, die sind mit der Abkürzung .ins. Es sind bei Cakewalk schon ein paar dabei. Die findest du hier bei Voreinstellungen. Bei MIDI kannst du die hier zuweisen. Wenn das Passende für dich nicht dabei ist, dann schau mal im Internet, weil es gibt da echt sehr viele Menschen, die da solche Instrumentendefinitionen selber erstellen und dann für andere zur Verfügung stellen. Und für deine Geräte habe ich dir auch schon einen Link geschickt. Ich bin zum Beispiel mit meinem Yamaha Tyrus, habe ich da auch was gefunden. Da gibt es zwar uralte Seiten, aber die ist komplett ausgerüstet, wo ich wirklich alles für mein Tyrus runterladen und in Cakewalk integrieren kann. Also Google ist da echt oft eine Hilfe. Und jetzt gucken wir mal, was in dieser Schachtel drin ist. Also hier, lieber Adam, vielen, vielen lieben Dank. So geht's schon mal, egal was drin ist. Herr Nachbar, wir wohnen in der gleichen Straße, aber 500 Kilometer voneinander entfernt. So, dann gucke ich da mal jetzt rein. So, geht das so? Sechs hier was? Ah. So, dass mir die Adresse nicht zeigt. Die geht eigentlich nicht so. Okay, also was habe ich hier schon mal? Erst habe ich hier schon mal eine CD mit Adams Musik. Das heißt, da habe ich heute was zum Reinschauen. Ich bin halt in unterwegs, die werden wir, und ich habe auch noch ein Auto mit CD-Player. Da werden wir das gleich mal einschmeißen und eine Pfeife. Also hier schon mal, vielen Dank. Ein Umschlag. Oh, genau das, was ich brauchen kann. Schaut euch das mal an. Kräftig und intensiv. Genau der richtige Kaffee.
Nein, den mache ich jetzt nicht auf, weil ich möchte ihn jetzt nicht. Tja, jetzt kann mein Granulatkaffee einpacken. Wenn ich einen ganzen Brunnen kriege, dann werde ich mir auch dort zukünftig jetzt ordentlichen Kaffee machen. Also du auch schon mal vielen lieben Dank, lieber Adam. Und jetzt schauen wir mal hier in den Umschlag rein. So, an Andi von Thürich. Oh, schön. Eichendorfstraße. Ich finde dich einfach wieder cool, dass du in der gleichen Straße wohnst. Hallo Andi, an bei der versprochene Kaffee. Hoffe, er schmeckt und inspiriert dich zu weiteren tollen Videos. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Hab mal eine CD beigepackt, auf der du mal hören kannst, was ich mit Cakewalk so mache. Hoffe, vielleicht gefällt es. Nicht alles ist perfekt. Wie bei jedem. Also bis dann, viele Grüße aus. Und natürlich Yahoo! Liebe Grüße, Adam. Also, das ist, lieber Adam, ich sag vielen, vielen lieben Dank für das tolle Paket. Das hat mich sehr gefreut. Und ich muss jetzt sagen, mir hat es jetzt fast an Arsch gerissen, weil ich jetzt gewartet habe, bis ich zum Video drehe, dass ich das Paket aufmache. Also, vielen lieben Dank. Euch noch eine schöne Zeit, mein Lieben. Und hier ist noch ein Video. Und bis dahin, Bussi aufs Bachi Berli. Und Servus.